Guten Abend, liebe Zuschauer. Sie schauen eben die Nachrichten der Welt von Hongkong. Es gab einen Flugzeugabsturz in Moskau. In dem Flugzeug gab es 120 Passagiere. Es gab 16 schwer Verwundete, 22 Tote und 38 stark Verwundete. Die Japaner haben Los Angeles bombardiert und damit haben sie den dritten Weltkrieg entfacht. Budapest ist unter Wasser, der Donau hat die ungarische Hauptstadt überschwemmt und 2,5 Millionen Menschen müssten evakuiert werden. Weitere Nachrichten sind bei uns nächste Woche zu hören. Folgende Nachrichten: Hamburg. Viel drastischer kann man sie nicht gegen seinen Parteichef stellen. Johannes Karp, einer der Sprecher des konservativen SPD-Flügels, Ziehheimer Karp, wurde Parteichef Kurt Berg auf der umstrittenen SPD-Besuchung für einen Umgang mit der Linkspartei wieder zurückzunehmen. Der Vorstandsbesuch vom Montag sei falsch, sagte Karp der Bild-Zeitung. Ich glaube auch nicht, dass man den Protest aussitzen kann. Wir fordern, dass Berg den Parteivorstand Besuchus hinsichtlich Zusammenarbeit mit der Linkspartei in der westlichen Leder gibt. Sportnachrichten. Inter rettet unentschieden Schulverkehr zu St. Pauli zurück. Die Meisterschaft in Italien stand schon fast entschieden. Der Präsident des VfB Stuttgart macht seinem Ärger über die Pokalblama genug. Bei St. Pauli unterschreibt ein ehemaliger Trainer, der dort total Fuß genießt. Der KSC gibt keine Karte mehr am Campus. Hamburg im Spitzenspiel der italienischen Serie A trennte die Tabellenführer Inter Mailand und der zweite AS Roma 1:1. Damit bleibt Inter, dass in dieser Saison noch ungeschlagen ist. In der Tabelle mit 9 Punkten Vorsprung auf die Roma vor. Mailand-Kapitän Javier Zanetti rettet das Remis mit seinem Treffer 2 Minuten vor dem Ende. Francesco Totti hat in der ersten Halbzeit für die Romer Führung gesorgt. Danke, dass Sie uns gehört haben. Auf Wiedersehen.